Willkommen im Pressesaal im Landhaus 1 in Bozen. Benvenuti nella sala stampa in Palazzo Widmann a Bolzano. Zwei Themen stehen im Mittelpunkt unserer heutigen Landesmedienkonferenz. Zum einen geht es um parlamentarische Entscheidungen in Rom, ohne die Südtirol eine Reihe von Hilfsmaßnahmen gar nicht vorantreiben kann. Zum anderen geht es erneut um gesundheitliche Fragen. Daher begrüße ich heute per Video-Live-Schaltung in Rom Senator Dieter Steger und hier im Pressesaal Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und den Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Florian Zerzer. Due temi al centro della conferenza stampa virtuale di oggi. In primo luogo le decisioni adottate a livello parlamentare a Roma, senza le quali non è possibile portare avanti una serie di misure contro il coronavirus a livello provinciale. Il secondo tema riguarda nuovamente la salute. Saluto il senatore Dieter Steger, collegato con noi in videoconferenza da Roma. Sono inoltre presenti in sala stampa qua il presidente della provincia, Arno Kompatscher, l'assessore alla salute, Thomas Widmann, e il direttore generale dell'azienda sanitaria, Florian Zerzer. Benvenuti e la parola al presidente, das Wort dem Landeshauptmann. Ja, einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Buon pomeriggio a tutti. Buon domes dia Deutsch. Nachdem Senator Dieter Steger auch gleich wieder muss zu seinen Amtsgeschäften gehen, weil derzeit im Senat auch die Arbeiten laufen für die Genehmigung der verschiedenen staatlichen Maßnahmen, schlage ich vor, dass wir zunächst Dieter Steger das Wort erteilen und dann anschließend die Pressekonferenz in der üblichen Form fortsetzen. Wir werden über den aktuellen Stand natürlich informieren in Bezug auf die Entwicklung der Epidemie. Wir werden natürlich dann auch noch weitere Informationen geben, aber zunächst, denke ich, sollten wir nach Rom schalten, um von Senator Dieter Steger die entsprechenden aktuellen Informationen zu erhalten. Ja, Dieter Steger, was ist in Rom gelaufen? Es sind viele Entscheidungen angestanden. Berichten Sie uns aus dem Senat und von den Entwicklungen in Rom. Ja, schönen guten Nachmittag Ihnen allen in Bozen. Wir haben heute eine Vertrauensabstimmung gerade eben im Senat gehabt, die positiv ausgegangen ist. Es ist das Dekret, das Cura Italia Dekret, in dem ja 25 Milliarden Euro zur Verfügung standen, bestätigt worden. Dieses Dekret ist vor 3 Wochen in Kraft getreten. Und da ist es uns gelungen, die ein oder andere Maßnahme, die für Südtirol wesentlich ist, auch einzubringen. Und es ist beispielsweise ein Durchbruch gelungen in der Möglichkeit für das Land Südtirol, mit eigenen Mitteln die Solidarität, die bilateralen Solidaritätsfonds zu speisen und damit für alle jene, die in der außerordentlichen bzw. in der außerordentlichen Lohnausgleichskasse sind, quantitativ und qualitativ zu verbessern. Das heißt, mit dem Geld des Landes können die Maßnahmen, kann die Lohnausgleichskasse erhöht werden für die einzelnen Mitarbeiter und auch in der Zeit kann es länger die Möglichkeit geben, diese Mittel zur Verfügung zu stellen. Das war ein wichtiges Thema. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, das war eine Klärung, die wichtig war, nämlich dass eine Vereinfachung beim Zugang zur Lohnausgleichskasse, wo es jetzt möglich ist, für alle jene Ateco-Kategorien, für alle Unternehmen, die praktisch durch die Corona-Krise schließen mussten, jetzt mit vereinfachten Verfahren, um die Lohnausgleichskasse für ihre Mitarbeiter anzusuchen. Ein dritter Punkt, da wird dann sicher der Landeshauptmann genauer sagen, was das quantitativ für das Land heißt, ist, dass es möglich geworden ist, dass die Verwaltungsüberschüsse des Landes genutzt werden können vom Land und zwar sofort. Und man muss nicht warten, bis der Rechnungshof das überprüft hat. Sie wissen, das ist dann meistens Ende Juni oder noch später und insofern kann auch da das Geld sofort fließen.
Ich möchte aber auch noch einen weiteren Aspekt anmerken, der wesentlich ist. Die Gelder zu diesem Dekret sind ja schon zweckgebunden. Aber es kommt, und das ist uns nicht nur erklärt, sondern bestätigt worden, es kommt ein großes Wirtschaftsdekret in den nächsten Wochen. Ich gehe davon aus, die Regierung wird es in der letzten Aprilwoche verabschieden. Man ist jetzt in Europa, Sie sehen ja, die Verhandlungen laufen, dabei, so viel als möglich Geldmittel dafür freizugeben. Ich gehe davon aus, das wird ein Maßnahmenpaket mit mindestens 35 bis 40 Milliarden Euro, zusätzlichen Euros. Und da ist es jetzt gelungen, gemeinsam mit allen Parteien der Mehrheit und sicherzustellen oder die Regierung zu verpflichten, in diesem nächsten Dekret wesentliche Maßnahmen, Hilfsmaßnahmen für die Arbeitenden und für die Wirtschaft vorzusehen. Mit meiner ersten Unterschrift wurde der Tourismusbeschlussantrag durchgewinkt worden. Das heißt, in jenem Antrag wird die Regierung verpflichtet, einerseits über Steuergutschriften, zweitens über Beiträge und drittens über Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung und viertens über Befreiungen, beispielsweise von der Immobiliensteuer, Maßnahmen zu setzen, die mit dem neuen Geld, das zur Verfügung stehen wird Ende April, umgesetzt werden müssen. Ebenso hat es Beschlussanträge der Mehrheit gegeben, die allesamt von der Regierung akzeptiert wurden, in den Bereichen Steuererleichterungen, in den Bereichen Arbeit und im Bereich Liquidität. Jenen Bereich halte ich für einen der wesentlichen Bereiche. Sie wissen, dass heute Abend oder gestern, zwischen gestern und heute im Amtsblatt ein neues Dekret verabschiedet worden ist und das vorsieht, dass den Unternehmen oder dass die öffentlichen Hände, dass der Staat, aber nicht nur, Garantieleistungen geben kann bis zu 100%. Und das ist ganz wichtig, denn jetzt wird es wichtig sein, dass in den nächsten Wochen wirklich das Geld zu den Unternehmen und zu den Mitarbeitern kommt. Und da hoffe ich, dass mit diesem Dekret ein nächster Schritt, also mit dem Liquiditätsdekret, das seit heute in Kraft ist, ein erster Schritt wieder gemacht worden ist und dass mit dem großen Wachstumsdekret, das Ende April kommen wird, der nächste wesentliche Schritt erfolgen wird. Ja, ich danke Dieter Steger in Rom über den Bericht, vor allem was Cura Italia, also dieses Dekret betrifft, und gebe dann das Wort gleich an den Landeshauptmann. Ja, danke auch. Ich darf zunächst einmal wirklich feststellen, das sind sehr gute Nachrichten aus Rom. Ja, es ist in dieser Krise natürlich schön, dass es auch Lichtblicke gibt und positive Nachrichten. Und ich denke, hier ist es wirklich gelungen, unseren Vertretern, im besonderen Senator Dieter Steger, ganz wesentliche Punkte einzubringen. Ich weiß, dass es eben wirklich die Südtiroler Abgeordneten waren, Senator Steger waren, die diese Punkte eingebracht haben. Im Besonderen natürlich spezifisch Südtirol, diesen bilateralen Fonds auch entsprechend ergänzen zu können. Das ist für uns eine großartige Möglichkeit, damit wir wirklich den spezifischen Notwendigkeiten in Südtirol auch Rechnung tragen können, mit Mitteln aus dem Landeshaushalt ergänzend wirken können, weitere Tatbestände und Erhöhungen vorsehen können. Das ist wirklich, ich muss sagen, auch ziemlich unerwartet, dass das wirklich gelungen ist. Das ist ein kleines Wunder, dass das gerade jetzt, wo es doch eine relativ zentralistische Auswirkung der Gestaltung gibt, eine solche Sonderregelung für Südtirol gibt. Dass das gelingt, das durchzusetzen, das ist politisch ein großer Erfolg, muss ich sagen, auch autonomiepolitisch ein großer Erfolg. Wir haben hier jetzt eigene Möglichkeiten, was zu tun, genau jene, die in der größten Not sind jetzt, besser zu unterstützen. Und zwar durch unsere Autonomie, dadurch, dass es in Rom gelungen ist, hier einen Spielraum, einen autonomiepolitischen Spielraum für Südtirol zu schaffen. Danke deshalb dafür. Natürlich auch die anderen Regelungen sind für uns alle sehr, sehr wichtig, die Senator Steger genannt hat, in Bezug zum Beispiel auf die Verwendung des Verwaltungsüberschusses. Hier reden wir von 200 Millionen Euro, die wir dann unmittelbar einsetzen können, wo wir nicht warten müssen, bis wir das ganze Genehmigungsverfahren, das würde bis Juli, Ende Juli, Anfang August dauern. Wir können das Geld jetzt unmittelbar verwenden, um Unterstützungsmaßnahmen zu finanzieren. Das ist enorm wichtig, auch diese Regelung. Und genauso natürlich die möglichen Garantien bis zu 100% für die Finanzierungen durch die Banken. Das ermöglicht es jetzt, mit den Banken Verhandlungen zu führen, starke Verhandlungen zu führen, damit für die Unternehmen, auch vor allem für größere Kredite, dann entsprechend günstige Konditionen gewährt werden. Also das ist eine Basis, wo wir jetzt gemeinsam schauen können, gute Unterstützung in dieser Krise zu gewähren für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Situation der Kurzarbeit, des Lohnausgleichs, der Arbeitslosigkeit sind, in vielen, vielen, vielen Situationen, wo wir jetzt ergänzend unterstützen können. Das ist durch diese Arbeit in Rom möglich geworden und wo wir genauso auch aufbauend auf diese Garantien jetzt entsprechend auch als Land uns noch einmal einbringen können, dann zusätzlich drauf was aufbauen können, indem wir gegebenenfalls auch noch Zinsbeiträge zusätzlich gewähren. Also ich denke, so werden wir ein gutes Paket schnüren können. Und das ist wichtig, natürlich das Allerwichtigste ist, dass wir schrittweise, aber dazu komme ich jetzt in den weiteren Ausführungen noch, schrittweise die Unternehmen wieder ins Arbeiten bringen, die Menschen wieder zu ihrer Arbeit bringen. Das ist klar, das ist das allergrößte Ziel, aber wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir all jene stützen, die durch diese Krise großen Schaden erlitten haben, damit sie überhaupt wieder ordentlich starten können. Ich sage noch einmal ein Dankeschön nach Rom. Ich würde an dieser Stelle vielleicht kurz auch noch berichten, wir hatten heute im Südtiroler Landtag die Sitzung des Gesetzgebungsausschusses, wo das Landesgesetz begutachtet worden ist vom zuständigen Gesetzgebungsausschuss unter Vorsitz von Abgeordneten Helmut Dauber. Hier tagt zurzeit der Gesetzgebungsausschuss noch. Ich war dort zunächst in der Anhörung. Ich habe den Gesetzesentwurf im Namen der gesamten Landesregierung vorstellen dürfen. Da sind ja die vielen Maßnahmen eben genau enthalten, die unter anderem auch jetzt genau hier aufbauen auf das, was in Rom möglich gemacht worden ist, wo wir eben dann die verschiedenen Unterstützungen auch haben, insbesondere auch die Zuweisungen an die Unternehmen bis 5 Mitarbeiter, die Kapitalbeiträge, die ausgezahlt werden sollen. Das bedeutet auch, dass wir am Mittwoch dann im Landtag das Plenum haben, wo das verabschiedet werden soll. Gleich im Anschluss, am selben Tag, wird die Landesregierung zusammentreten, um in einer außerordentlichen Sitzung die Kriterien zu genehmigen, damit das unmittelbar danach starten kann. Also wirklich auch die Anträge gestellt werden können. Soweit zu den wirtschaftlichen Maßnahmen. An dieser Stelle, bevor ich das Wort an Landesrat Thomas Wiedmann weitergebe, von meiner Seite noch eine allgemeine Betrachtung zur Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo wir mittlerweile wirklich feststellen, dass viele, viele Menschen sich schwer tun mit diesen Beschränkungen der persönlichen Freiheit, immer schwerer tun. Das eine ist ein paar Tage, das eine ist vielleicht 2 Wochen, aber wir sind jetzt mittlerweile schon lange in dieser Situation und es gibt ganz, ganz viele in Südtirol, die sich wirklich jetzt zunehmend schwer tun, auch mit dieser Situation zu Hause. Man hat eine große Anspannung, die man verspürt im Land und da glaube ich schon, dass es uns allen bewusst wird, dass das natürlich nicht ein Dauerzustand bleiben wird. Es ist klar, wir bereiten uns jetzt schon auf das Danach vor. Es gibt auch die positive Meldung, dass es gelungen ist, das durchzusetzen, was wir von Anfang an gefordert haben, nämlich, dass es einen differenzierten Wiedereinstieg nach Regionen geben kann, je nach epidemiologischer Situation. Also je besser die Zahlen sind, umso früher kann eine Region in die neuen Phasen eintreten, die zurzeit definiert werden. Diese schrittweise Übergehen, man wird natürlich nicht sofort alles öffnen, sondern es geht zunächst um bestimmte Arbeitstätigkeiten, dann um weitere Arbeitstätigkeiten, dann, was weiß ich, dann gibt es irgendwann vielleicht in der Bauwirtschaft, dann der Handel, dann vielleicht irgendwann auch wieder die Restaurants und so weiter. Schrittweise wird das passieren. Und natürlich geht es auch so mit den persönlichen Freiheiten, dass wir schrittweise natürlich auch diese wieder zurückgewinnen. Es wird nicht unmittelbar nach Ostern sofort alles aufgehen, das muss uns auch allen bewusst sein. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das klar anspricht, damit wir nicht eine falsche Erwartungshaltung haben. Ich habe mich aber vorhin mit dem Regierungskommissar unterhalten, auch in Bezug auf die Ordnungskräfte, die diese verschiedenen Regeln überwachen, auch in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen, dass es unser aller Anliegen sein muss, dass wir das mit Hausverstand, mit Vernunft, ja, mit Augenmaß tun. Und das war mein Appell auch an die Ordnungskräfte, die zurzeit keine leichte Aufgabe haben. Ja. Zum einen gibt es den Druck des Nachbarn, der anruft und sagt, mein Nachbar, der verhält sich nicht korrekt, der ist ohne Mundschutz vors Haus gegangen. Zum anderen gibt es den Druck von uns zu sagen, ja, aber bitte jetzt nicht polizeistaatliche Methoden, sondern schauen wir schon auf die Form und nicht auf die Substanz. Schauen wir, dass die Menschen sich bestmöglich an die Regeln halten. Es geht ja darum, das Infektionsrisiko zu minimieren und nicht um den Beistrich im Gesetz. Und hier mein Appell an alle, schauen wir als Gesellschaft, das in diesem Sinne zu leben, dass wir gemeinsam durchhalten, dass wir uns an den Sinn,
am Sinn der Regeln orientieren, dass wir schon diszipliniert sind, dass wir nicht auch irgendwie provokant, es gibt auch Leute, die Paragliden gehen und dann noch einen Unfall bauen und viele Menschen in Gefahr bringen, das geht gar nicht, ja, das ist klar. Aber es gibt dann andere Situationen, wo man mit Augenmaß auch sagen kann, das ist ja im Sinne der Regeln und wir müssen jetzt nicht auf den Beistrich schauen. Gemeinsam sollten wir als Gesellschaft das so leben. Ich habe auch mit den Vertretern der Ordnungskräfte mich in diesem Sinne verständigt, dass wir gemeinsam schauen, mit Augenmaß das umzusetzen. Wir Tiroler, wir Südtiroler sind ein freiheitsliebendes Volk und das heißt auch, dass wir die Dinge schon verstehen, auch Verantwortung übernehmen, das umsetzen, aber es nicht so gern haben, wenn es danach mit dem Helikopter kontrolliert wird. Und ich glaube, wir sollten genau das auch zeigen, wir sollten ganz einfach Eigenverantwortung übernehmen, dann brauchen wir nicht einen Polizeistaat, dann funktioniert das auch und das haben die Südtirolerinnen und Südtiroler in den letzten Wochen bewiesen. Und an dieser Stelle darf ich einmal ausdrücklich Danke sagen, dass die allermeisten Südtirolerinnen und Südtiroler, ich denke fast alle, wirklich so viel Durchhaltevermögen, Disziplin, Eigenverantwortung und Verantwortung für die Gemeinschaft bewiesen haben, dass es bisher so gut geklappt hat und wir müssen das jetzt noch einige Tage durchhalten. Lieber. Ja. Wenn Sie noch wollen. Wiedersehen. Machen wir dann noch. Wiedersehen, danke. Vielleicht für unsere italienischen Hörer. Für die italienischen Hörer noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Na, das mir dann auch dann liefern. Einfach. Okay, machen wir nachher. Danke, Dieter Steger, nach Rom. Sie müssen in die danke, nächste Sitzung. Wir, und gute Arbeit und alles. Wir berichten alles auf Italienisch über gesund. Ihren Bericht. Danke vielmals. Bleiben Sie gesund. Wiederhören. Danke. Ich, an dieser Stelle darf ich Landesrat Thomas Wiedmann das Wort erteilen. Er wird uns zunächst natürlich einmal auf den aktuellen Stand bringen in Bezug auf die Entwicklung der Situation in Südtirol. Dankeschön. Untersuchte Abstriche gestern 9. April, 1010 Personen getestet, 10.294, 534 zusätzliche positiv getestete neue Personen, 52. Gesamtzahl der untersuchten Abstriche 19.880. Wir haben jetzt eine Durchschnittstestrate von in etwa 1.000 pro Tag im Durchschnitt in den letzten Tagen. Gesamtzahl der getesteten Personen 10.294. Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierten Personen 1.911. Auf Normalstationen und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten und Patientinnen Personen 343. In vertragsgebundenen Kliniken untergebrachte Patienten und Patienten 62. Covid-19-Patienten und Patienten in Intensivbetreuung 47. Und hier vielleicht ein Datum, denn man wird oft gefragt, da geht die Kurve hinauf, geht die Kurve hinunter. Und hier ist es nicht leicht, Auskünfte zu geben, denn erst einmal messen fast alle Realitäten unterschiedlich. Zum Beispiel der Vergleich zu Tirol. Dort rechnet man von den Infizierten, die schon Genesenen, wieder weg und vieles andere. Und deshalb muss man immer Gleiches mit Gleichem eben vergleichen. Aber eines ist sicher, dass der Zustrom und der Druck auf die intensivmedizinischen Betten sicher ein Indiz ist, welches doch den Druck und den Verlauf der Kurve der Welle beschreibt. Und wenn wir etwa vor 21 Tagen 6 und 6 und dann wieder 5 und dann wieder 5 und wieder 5 und 9 und 1 und 5 pro Tag Zugänge gehabt haben in der Intensivmedizin und in den letzten 7 Tagen 3, minus 2, 0, 0, minus 1, 0, 3, minus 3, dann merkt man doch einen vollkommenen Unterschied. Wenn der Trend von damals angehalten hätte, dann wären wir schon längst über dem Limit unserer Intensivbetten und alle Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen sagen, dass wenn ein gewisser Prozentsatz eben einen schweren Verlauf hat von den Patienten und Infizierten, dann ist der Rückschluss, dass dieser Prozentsatz natürlich Rückschluss lässt, auf wie viele draußen eben Infizierte sind, unabhängig, wie viel man positiv getestet hat. Und das ist sicher ein Parameter, wo man sehen kann, dass eindeutig
der Druck und die Kurve und die Welle flacher wird. Und wir werden hier eben das weiter eben beobachten. Das heißt aber, dass ganz klar zwar keine Entwarnung ist, denn eine zweite Welle würde uns absolut an den Limit und über den Limit bringen, aber dass jetzt schon der Gesundheitsbetrieb intern arbeitet an einem Rückbau, an einem vorsichtigen Rückbau, dass die normale, wichtige, lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung eben wieder langsam aufgenommen werden kann. Und das ist eine wichtige Botschaft, denn wir könnten nicht ein Jahr lang nur auf Notbetrieb und nur die wichtigen und ganz schwierigen Fälle behandeln, sondern wir müssen auch zu einer gewissen täglichen, fast Normalität zurückkommen. Südtirol Covid-19-Patienten und Patienten in Intensivbetreuung im Ausland 9, als Verdachtsfälle aufgenommene 52, in den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes verstorbene 117, Gesamtzahl der mit Covid-19 verstorbenen 187, Personen betroffen wurden der Quarantäne, häuslicher Isolation 7208, Personen in Quarantäne, Isolation sind 3427, Personen, die die Quarantäne beendet haben 3781 und geheilte Personen 355. Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes 194, positiv getestete Basis- und Kinderärzte 13. Lassen Sie mich auch wieder zum Thema Masken etwas sagen. Ich werde einfach nicht müde und wieder nicht müde, die Sachlage immer wieder zu erklären. Und zwar die Situation, und ich muss es einfach wieder wiederholen, war vor wenigen Wochen äußerst prekär. Außer die gesamte Schutzausrüstung ist ja auf dem gesamten Weltmarkt nicht verfügbar gewesen. Und das ist ein Fakt, man kann jeden Tag im deutschen Fernsehen, im österreichischen Fernsehen, im Schweizer Fernsehen, ganz egal in Amerika, Amerika kauft Frankreich weg, Frankreich organisiert sich anders, alle haben Notstand. In dieser Situation war es sehr prekär und wir wussten wirklich nicht mehr, wie es weitergeht. Und es war so, dass außer den FFP3-Masken, die mit über 60.000 auf Stock gelegen sind und somit die Masken in der Intensivstation eben wirklich da waren und somit der einzige Teil, der hier war, die ganze gesamte Schutzausrüstung, aseptische für die Intensivstationen, andere Masken, chirurgische, ganz normale Masken und vieles andere, Handschuhe, waren nicht mehr da. Wir hätten maximal ein, zwei Tage danach, je nach Artikel, unseren Stock aufgebraucht gehabt. Und hier ist es dann nicht mehr um eben, wie macht man, sondern es gibt ganz wenige Alternativen. Und ich möchte Ihnen ein Bild zeigen von einer Zeitung heute, wie sich andere Regionen eben organisieren, wo eben dort keine Masken gekommen sind. Eine Zeitung des italienischen Raumes von heute, wo steht Sacchi di Plastica, Nastro Adesivo. Das sind wirklich schwierige, nicht tragbare Situationen. Und das kann, glaube ich, jeder verstehen, dass sobald dann unsere, wir haben schnell gehandelt, haben erreicht, dass in einer Zeit der totalen Liefer- und Produktionsengpässe doch Material gekommen ist. Und das war die Erleichterung enorm. Wir konnten wieder unser gesamtes Personal ausstatten. Die Qualität, die Produkte, die geliefert worden sind, sind nicht perfekt, was die Passform betrifft. Und das stimmt. Und ich kann nur sagen, deshalb ist eine Anleitung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen, um zu sagen, wie ist das zu handhaben, dass man möglichst sicher ist. Aber eines ist ganz wesentlich und das weiß die Öffentlichkeit noch nicht. Das ist eine Tabelle des ISS, des Istituto Nazionale Superiore della Sanità. Und dort steht, dass man mit solchen Masken, rein normalen chirurgischen Masken, eben es zulässig ist und auch richtig ist und infektologisch und virologisch in Ordnung ist, wenn man Covid-Stationen betritt. Und wenn, ganz egal, Sie können den Test durchlegen, lesen, Sie können das Material prüfen, dass diese Masken, die gekommen sind, bei Weitem diesen Standard überschreiten. Und deshalb ist es mir ganz wichtig zu unterstreichen, das ein für alle Mal auch für die Bevölkerung zu sagen, die eben hier im Zweifel ist, sind unsere Leute gut ausgestattet, sind sie nicht gut ausgestattet, dass wir dass die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als oberste Priorität immer gesehen haben und auch weiter sehen. Und das heißt, dass eben die Ausstattung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über dem Standard, welches das Nationale Institut vorsieht, ausgestattet sind. Auch jetzt. Und das ist wichtig zu sagen. Und deshalb, das ist unser oberstes Prinzip und das werden wir auch weiterhin einhalten. Und um die technischen Details und wie es genau ist, bitte ich den Generaldirektor Florian Zerzer um seine Ausführungen.
Einen schönen guten Nachmittag an alle Südtirolerinnen und Südtiroler und danke, dass Sie alle uns so unterstützen mit Ihrem disziplinierten Verhalten, wie es eingangs beschrieben worden ist. Wenn wir heute auf einem relativ guten Stand stehen, dann haben wir das in erster Linie Ihnen allen zu verdanken, die sich bewusst und verantwortungsvoll verhalten haben. Dasselbe versuchen wir auch seit Wochen in dieser Krise und ich mit meinen Mitarbeitern und meinen Kollegen haben wir immer als erstes Prinzip das Thema Sicherheit, das Thema Verantwortung, das Thema Transparenz und das Thema, wie können wir so umgehen in dieser Krise, dass Mitarbeiter geschützt sind und dass natürlich auch die Patienten dementsprechend gut betreut werden können. Wenn wir die Bilder von vorher uns Revue passieren lassen, dann sehen wir, was passieren kann, wenn man es nicht schafft, bei Zeiten sich mit Schutzausrüstung einzudecken. Das war das Gebot der Stunde, das war vor 3 Wochen eine riesige Herausforderung, der wir uns stellen mussten und der wir uns gestellt haben. Jetzt stehen Vorwürfe im Raum, wie eben Intransparenz und mangelnde Kohärenz und deswegen ist es mir ein Anliegen, das nochmal zu erklären. Wir haben, wie schon des Öfteren dargestellt, einen Bericht zugespielt bekommen, einen Bericht aus Österreich, der Mängel aufzeigte. Mängel bei einem Teil dieser Schutzausrüstung wohlgemerkt, und zwar bei den Masken, bei diesen KN95-Masken, die hier in Europa unter dem Standard FFP2 laufen. Bei diesem Testbericht wurde unter anderem dargestellt, dass es Mängel im Sitzen, also in der genauen Passform im Gesicht der Maske gibt und dass aufgrund dieser Mängel an der genauen Passform im Gesicht Vorsicht zu walten zu lassen ist bei der Verwendung dieser Maske. Wir haben am selben Sonntagnachmittag, nachdem wir diesen Prüfbericht an alle unsere ärztlichen Direktoren verschickt haben, haben wir am selben Sonntagabend eine Telefonkonferenz abgehalten und haben im Kreise der obersten Verantwortlichen entschieden, wie gehen wir damit um. Und wir haben auf Transparenz und auf sofortige Information gesetzt. Zugegebenermaßen haben wir nur unter Anführungszeichen die Mitarbeiter informiert, uns intern diese Information abgesichert. Was wir nicht gemacht haben, ist auch eine Information nach außen. Mit dem heutigen Kenntnisstand wäre das vielleicht auch noch nötig und richtig gewesen, aber ich war einfach der Überzeugung, wichtig ist, dass unser Personal abgesichert ist, dass unser Personal weiß, womit es ausgestattet ist, wenn es in diese schwierige Situation der Betreuung der Covid-Kranken, der Corona-kranken Menschen hineingehen muss. Das heißt, wir haben am Montag dieses Rundschreiben verfasst, das am Dienstag in der Früh verschickt worden ist, wo wir eben genau darauf hingewiesen haben, dass bitte alle Mitarbeiter möglichst darauf achten und genau darauf achten, dass bei diesen Masken, wo es eben mitunter zu Problemen bei dem genauen Anpassen an die Gesichtsform gekommen ist, dass man eben hier genau darauf achtet, dass die Maske eng ansitzt und dass somit natürlich eine Infizierung dadurch unterbunden werden kann. Das gilt natürlich grundsätzlich für jede Maske, denn auch die beste Maske kann ihren Dienst nicht erfüllen, wenn sie nicht richtig sitzt. Das gilt aber im Besonderen für diese Maske und deshalb eben nochmal dieser Hinweis. Und auch ein zweiter Hinweis wurde mitgeliefert, das, was wir von Anfang an so als oberstes Sicherheitsprinzip eingeschränkt haben, diese Masken waren nicht für den Hochsicherheitsbereich gedacht, sondern diese Masken waren zur Verwendung im Bereich der normalen Covid-Stationen gedacht. Und auch hier möchte ich betonen, wie es Landesrat Wiedmer bereits anklingen hat lassen, hier sind wir über dem Standard, der sowohl vom Institut der Superiore Sanità vorgeschrieben und festgeschrieben ist, als auch über dem Standard der WHO. Wir wollen unsere Mitarbeiter schützen, das ist unsere Aufgabe. Und natürlich ist das gerade in diesen Zeiten oft besonders schwierig, weil eine Zahl für viele, wie ich nennen möchte, wir verbrauchen in dieser Zeit täglich 27.000 solcher Masken, wie ich sie hier trage und wie sie Landesrat Wiedmann gezeigt hat. Diese Zahl gibt Ihnen einen Einblick, von welchem Lieferumfang wir sprechen, also was wir brauchen, um diese Versorgungssituation aufrechterhalten zu können. 27.000 solcher Masken, 10.000 FFP2-Masken, 10.000 Schutzanzüge, das sind gewaltige Summen. Da kann man natürlich nicht sich irgendwo auf dem lokalen Markt damit behelfen. Nachdem wir vor dem Ausstanden haben wir eben gesagt, wir nutzen diese Gelegenheit, die uns geboten wurde, über diesen Einkauf aus China und haben natürlich die Qualitätskontrolle, die auf dem Papier nicht möglich war, haben wir nachher so gemacht, dass wir sie auch in Absprache mit Experten und so weiter auf die Verifizierbarkeit und auf die
Deckungsgleichheit dieser Zertifikate geprüft haben. Das war der technische Bereich und das war natürlich auch für uns wichtig, den Mitarbeitern und den verantwortlichen Ärzten und Pflegern so zu kommunizieren, dass es für sie nachvollziehbar ist und dass sie sich sicher fühlen in ihrer täglichen Arbeit. Jetzt ist auch eine Erhebung der Staatsanwaltschaft dazugekommen. Auch das soll hier ganz transparent dargestellt werden. Gestern ist die Sicherheitspolizei bei mir vorstellig geworden mit dem klaren Hinweis, es gibt einen Einwand auf staatlicher Ebene seitens Codacons und einer Ärztegewerkschaft, immer auf staatlicher Ebene, die grundsätzlich staatsweit eine Eingabe gemacht haben, dass die Richterschaft überprüfen muss oder die Staatsanwaltschaft überprüfen muss, ob in dieser Zeit der gelockerten Prozeduren die Einkäufe auch so passieren, dass sie zum einen sicher sind, zum anderen aber auch preisgerecht und qualitativ hochwertig stattfinden. Und das findet derzeit auch in Südtirol statt, genauso wie in vielen anderen Regionen. Damit zusammenhängt auch noch ein Thema, das ich Ihnen auch nicht verschweigen möchte. Und zwar gibt es in dieser Zeit ja in ganz Europa Import von Mitteln, von Schutzausrüstungen aus außerhalb Europa. Generell gilt dort eine Regel. Man muss, wenn man aus nicht-europäischer Herkunft Schutzausrüstung einführt, muss sie ein europäisches Zertifikat tragen, um die Qualitätsgarantie auch sicherzustellen. Das ist in dieser Zeit jetzt außer Kraft gesetzt, weil die EU selbst eine Richtlinie erlassen hat, dass man sagt, in dieser Zeit ist die Zertifizierung im Herkunftsland ausreichend und man kann sie auch hier einsetzen. Italien hat ja eine besondere Regelung eingeführt, und zwar, dass man eine Eigenerklärung an das INAIL abgibt, das ja für den Schutz der Angestellten und der Mitarbeiter verantwortlich zeichnet, dass man eben mit dieser Eigenerklärung die gültige Zertifizierung oder die nachgewiesene Zertifizierung dokumentiert und dass dann das INAIL innerhalb 3 Tagen antwortet, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Wir haben am 26. März INAIL angeschrieben. Wir haben vorgestern die Antwort von INAIL bekommen, dass sie aufgrund von unseren gelieferten Zertifikaten und vor allem technischen Beschreibungen, die großteils in Chinesisch abgefasst waren, dass sie sich außerstande fühlten, diese Zertifizierung nachzuweisen und uns dafür ein positives Gutachten zu erstellen. Wir haben daraufhin gestern nochmal eine Anfrage in das E-Mail gestellt, dass man das bitte nochmals überprüfen möge, haben die übersetzten Dokumente mit übersandt, die teilweise in Englisch, teilweise in Italienisch abgefasst sind und warten jetzt auf die definitive Antwort aus E-Mail. Warum möchte ich das betonen? Weil das, wie vieles in den letzten 3 Wochen, für uns im Sanitätsbetrieb eine ganz wesentliche Entscheidungsgrundlage darstellt. Das heißt, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir auf der einen Seite bürokratische Regeln einhalten wollen und somit letztendlich die Gesundheit unserer Bürger gefährden, weil unsere Mitarbeiter nicht adäquat ausgestattet sind und dann viele Behandlungsprozesse nicht so wahrnehmen können, wie sie es müssen. Oder wir sagen, nein, wir sind hier pragmatisch, wie ich es halte, und wir sagen, wir müssen einen Dienst aufrechterhalten, der für uns alle von höchster Bedeutung ist, der essentiell ist. Und das heißt letztendlich, der Sanitätsbetrieb muss seine Funktionen wahrnehmen können. Die Mitarbeiter müssen Schutzausrüstungen haben, damit sie das machen können, was sie machen müssen. Und das heißt, genauso wie beim Einkauf, wir am Freitag spätabends einen Einkauf von 9,3 Millionen Euro entschieden haben, unbürokratisch, genauso haben wir unbürokratisch und schnell entschieden, dass wir 300.000 sogenannte Strumpfmasken für die Bevölkerung eingekauft haben, wo wir auch Kritik geerntet haben. Genauso haben wir entschieden, dass man in der Handhabung dieser Masken mit einem schnellen Rundschreiben, mit klaren Regeln dafür sorgt, dass all das aufrecht bleibt, was notwendig ist, um die Versorgung unserer Patienten garantieren zu können. Dafür stehen wir ein. Wenn das von jemandem als falsch beurteilt wird, dann mögen sie über uns urteilen. Uns ist es jedenfalls wichtig, dass wir die Patienten behandeln, unsere Mitarbeiter in Sicherheit haben und nicht, dass wir bürokratische Regeln bis zum Exzess ausgereift haben. Danke, Generaldirektor Dr. Zerzer. Ecco, adesso possiamo partire con la conferenza stampa in lingua italiana. Io posso innanzitutto adesso riferire quello che prima in un collegamento diretto da Roma ci ha riferito il senatore Dieter Steger sull'andamento dei lavori al Senato per quanto riguarda il decreto la conversione del decreto legge Cura Italia, la conversione in legge
perché ovviamente questo è una base importante anche per la nostra attività qui a Bolzano. Il senatore Steger purtroppo si è dovuto scusare adesso in questo istante perché ha dovuto tornare in aula per i lavori che continuano al Senato. C'è già stato un voto di fiducia sul Cur Italia che è passato poi e vuol dire che è legge, che diventa legge, e abbiamo potuto constatare con grande soddisfazione che grazie al lavoro anche ai nostri rappresentanti, in particolare il senatore Steger, ma comunque i nostri rappresentanti a Roma, si è riusciti a introdurre anche delle misure specifiche per l'Alto Adige, non soltanto diciamo anche a dare un contributo al miglioramento del decreto in genere, anche per tutto il Paese, ma anche diciamo soprattutto a introdurre delle misure specifiche. Questo riguarda soprattutto il Fondo Bilaterale di Solidarietà qui in Alto Adige, che è alla fine quello che serve per dare i sostegni ai lavoratori che si trovano adesso senza, che sono adesso senza lavoro, la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, la CICO in deroga, e con questa misura che è stata approvata oggi è possibile anche integrare queste prestazioni che sono già previste a livello statale con prestazioni provinciali, cioè noi potremmo con fondi provenienti dal bilancio provinciale integrare le misure già previste, e questo direi che è un ottimo risultato, perché questo poi saranno misure che riguardano coloro che sono colpiti maggiormente da questa crisi, diciamo, per quanto riguarda gli aspetti economici oltre a quelli sanitari. Oltre a questo è possibile utilizzare subito anche l'avanzo, cosiddetto avanzo libero di bilancio della provincia. Questo vuol dire che si liberano immediatamente 200 milioni di euro che potremo destinare subito per i sostegni immediati. Anche questo ci dà ossigeno nelle more poi di tutte le procedure necessarie per poi raccogliere i fondi per il sostegno generale all'economia, alle imprese, alle famiglie nei prossimi mesi e direi anche nei prossimi anni. Però nell'immediato, anche con questo passaggio che è stato introdotto grazie al lavoro dei nostri parlamentari, possiamo accedere a questi fondi. Oltre a questo è previsto anche la possibilità, e questo è importante nella legge di conversione, di una garanzia statale barra provinciale, regionale o provinciale anche per i crediti, per i finanziamenti concessi dalle banche, e qui adesso possiamo costruire su questa norma statale anche ovviamente i mutui che si daranno alle imprese medie e grandi che superano diciamo i 35.000 euro che abbiamo già annunciato. Questo sicuramente è notizia importante per tutte le imprese, perché sappiamo che tanti hanno bisogno adesso di liquidità, e con queste garanzie statali integrate poi da interventi provinciali potremo avere sicuramente delle condizioni molto molto interessanti per le imprese per i prossimi anni, per avere anche adesso la liquidità necessaria. Sappiamo, e qui apro la parentesi e la chiudo subito, che ovviamente non basta la liquidità per tanti settori, bisogna poi avere anche degli interventi diretti, e qui posso riferire che poco prima di questa conferenza stampa ho partecipato ai lavori della commissione legislativa competente per l'approvazione della legge, proprio che prevede anche i contributi in conto capitale per le piccole imprese fino a 5 dipendenti. Il Consiglio provinciale si riunirà mercoledì prossimo poi per l'approvazione definitiva della legge, che prevede queste misure e tante altre misure ancora. La giunta provinciale si riunirà in seduta straordinaria immediatamente dopo l'approvazione, speriamo l'approvazione della legge da parte del Consiglio, per approvare i criteri per poter mettere in opera poi immediatamente anche questo sostegno per le piccole imprese. Queste sono poche delle, cioè qualcuna delle misure che abbiamo messo in opera, ce ne sono tante già che sono già state avviate, tante altre che seguiranno, però è importante anche informare che davvero adesso siamo diventati operativi. Ripeto quanto già detto ieri, che a partire da martedì prossimo, cioè a partire diciamo dei giorni dopo Pasqua, ci sarà comunque un sito dedicato, una landing page della provincia che conterrà
tutte le misure, sia per lavoratori, famiglie, aziende, le misure stesse, ma anche come si accede, a chi si bisogna riferire e quant'altro per accedere ai servizi e alle prestazioni che abbiamo messo in opera. Chiudo, prima di passare la parola all'assessore Thomas Wiedmann, dicendo che ho appena avuto un colloquio anche con il signor prefetto, il commissario del governo Vito Cusumano, anche per parlare della situazione che si è creata qui in Alto Adige. Sappiamo tutti che ormai sono settimane che ci troviamo in questa situazione dove è stata ristretta notevolmente la nostra libertà. Libertà di ciascuno di noi di muoversi, di fare ciò che noi vorremmo fare nella nostra vita quotidiana, e questo sicuramente ha anche creato tante difficoltà alle persone dal punto di vista economico, lo sappiamo, ma anche dal punto di vista psicologico. La situazione è difficilmente sostenibile perché continua a perdurare, ovviamente tutti siamo tesi, i nervi sono tesi, e per questo io ho chiesto al signor prefetto, alle forze dell'ordine in genere, comunque di continuare a sorvegliare, per giusto le regole vanno rispettate, ma dall'altro anche di comunque di adottare le regole sempre con buon senso. Noi tutti vogliamo adottarle col buon senso, cioè noi ci appelliamo, continuiamo a appellarci al senso di responsabilità, al senso civico. Sappiamo che anche per le forze dell'ordine attualmente è un periodo davvero difficile, perché da un lato c'è la stragrande maggioranza della popolazione che si comporta molto bene, e qui devo ringraziare davvero per la disciplina mostrata fino adesso, che ha dato anche i risultati, lo sentiremo dopo. Dall'altro lato c'è chi poi chiama ovviamente per dire che il vicino di casa non rispetta le regole, che richiede l'intervento ovviamente dei carabinieri, del finanziere, di qualcun altro, e in questa situazione ovviamente è difficile poi muoversi anche come agente di polizia, che deve da un lato far osservare le regole, dall'altro lato capisce che la gente ormai ne è stufa di queste regole e che ha bisogno di una boccata d'aria, diciamo anche di una prospettiva. Io chiedo a tutti di comunque continuare a collaborare come è stato nelle ultime settimane. Io chiedo a tutti di continuare a dimostrare questo grandissimo senso di senso civico, di responsabilità condivisa, e io chiedo anche a noi tutti, diciamo, di avere ancora la pazienza di sopportare questa situazione. Cercheremo di applicare le regole col buon senso, questo è l'appello ovviamente a chi deve farle osservare, ma l'appello a chi le deve rispettare è anche quello di cercare di rispettarle con altrettanto buon senso. Tutti assieme ce la faremo. Adesso passo la parola all'assessore Wiedmann. Grazie. I tamponi effettuati ieri sono 1.010, più o meno nelle ultime giornate erano sempre più o meno sui 1.000, che è un bel numero in confronto a altre realtà. 10.294 persone sono state testate in complessivo, 543 persone ieri nella giornata. Tamponi positivi sono questa mattina 52, numero complessivo dei tamponi effettuati 19.880, numero delle persone sottoposte al test 10.294, come già detto, numero delle persone positive al coronavirus 1.911. Pazienti Covid, 19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e da Colesarco 243, pazienti ricoverati in cliniche convenzionate 62, numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva 47. Su questo vorrei dire due parole, perché tante volte si viene chiesto: ma com'è con questa curva di infezione, com'è con questa onda, sta calando o non sta calando? Ed è logico che ci sono vari dati, sicuramente anche i positivi testati ogni giorno, ma naturalmente se si va in dei hotspot dal lato infettologico è logico che si trovano più infettati che da un'altra parte, se si andrebbe a Coron di Val Venosta. Per questo è un dato, ma non solo l'unico dato, è questo che noi abbiamo visto, che la pressione sui letti di medicina intensiva è veramente diminuita. Se le faccio un esempio, il 19 marzo erano 6, il giorno dopo 6, il giorno ancora dopo 5, 5, 5, 9, allora si vede che c'era un afflusso abbastanza
pesante che mantenete dopo 10-20 giorni, eravamo veramente al limite, non solo oltre. Se questa curva continuava in questo genere, eravamo veramente come più o meno nel nord Italia e non potevamo più gestire e controllare il servizio sanitario di emergenza. Questo è un dato di fatto. E se si vede gli ultimi 7 giorni, il 2-4, 3, il 3-4, meno 2, 0, 0, meno 1, 0, 3, meno 3, si vede che la curva è completamente diversa, in fondo è piatta. Questo che vuol dire che se c'è una percentuale di patologie abbastanza pesanti sul totale di infettati, è logico che ci sono fuori un certo numero di infettati che solo non si hanno ancora testato e non si sono ancora trovati. E questo vuol dire che questa pressione vuol dire che la curva in fondo diventa più bassa, non si sa esattamente di quanto, ma comunque la pressione è diventata meno. Questo non deve dire abbassiamo la guardia, ma dice che abbiamo la curva appiattita, e questo era l'obiettivo principale del servizio sanitario. E questo che all'interno del servizio sanitario al momento sta accadendo, che ci stiamo preparando per poter fornire il servizio quotidiano, non solo di emergenza, ma anche quello quotidiano, tutto quello che visite prioritarie, anche operazioni che al momento non sono state possibili, eccetera. E pian piano, step by step, passo per passo, il team della sanità sta organizzando di tornare al semi-normale. E questa è una cosa molto importante, perché pensate se questo periodo durasse altri 3, 4, 5 mesi solo di emergenza, non sarebbe fattibile, perché prima o poi la cittadinanza ci chiederebbe questo, e questo sarebbe una cosa necessaria e utile. A questo torniamo e per questo lo forniamo. Numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva all'estero 9, casi sospetti 52, decessi negli ospedali delle aziende sanitarie 117, decessi complessivi 187, persone in quarantena obbligatoria o isolamento 7.208, persone in isolamento domiciliare 3.427, persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare 3.781, persone guarite 355, sempre di più, all'inizio erano molto molto meno di quelli decessi ogni giorno, adesso sono quasi il triplo, quadruplo ogni giorno, per questo anche questo è un segno buono. Collaboratori dell'azienda sanitaria positivi al test 194 e medici di medicina generale e pediatri 13. Per quanto vorrei anche entrare in un tema sempre riguardante le maschere. Non mi stanco mai di spiegare la situazione più e più volte nella situazione che eravamo poco tempo fa, perché 3 settimane fa eravamo veramente al limite, ma in tutti i sensi. L'unica cosa che avevamo, le mascherine, dei dispositivi di protezione, l'unica cosa che avevamo, le mascherine di protezione FFP3 per le cure intensive. Solo quello, ma anche quello era all'orlo, perché anche le mascherine c'erano, ma tutto il resto, le maschere chirurgiche, le maschere FFP2, le mantelle settiche e non antisettiche, non c'era proprio niente, ma veramente eravamo all'orlo altre 2 giornate e non riuscivamo più a fornire non solo il personale sanitario, ma oltre nessuno in tutto il territorio, come avviene anche oggi. L'abbiamo visto su un giornale nazionale, dove si vede come stanno usando e cosa stanno usando come protezione in altre realtà. Voi potete immaginarmi, abbiamo agito rapidamente e siamo riusciti a far sì che un periodo di veramente grandissime difficoltà, perché se vedete giornali italiani, nazionali, inglesi, americani che comprano i dispositivi di sicurezza quelli dei francesi, dai cinesi, facendo pressione, c'è guerra sul mercato. E anche in quella condizione siamo riusciti a ottenere dei dispositivi completi di
di protezione. E questo potete immaginare quanto eravamo sollevati. Veramente una grande cosa, tutti contenti o tanto contenti. E naturalmente abbiamo acquistato una cosa dalla Cina che non c'era il tempo per vedere, testare, eccetera. E la qualità non è sicuramente perfetta, ma non è perfetta non per il materiale, ma per l'aderenza al viso. E questo è stato subito con un, poi lo spiegherà il dottor Zerzer, è stato mandato una circolare a tutti quelli che dovrebbero usarla quotidianamente, come usare e stare attento su che cosa usandola. E questa è una cosa molto importante, ma quello che secondo me al pubblico, alla cittadinanza non è ancora a conoscenza, che questo è uno schema dell'Istituto Superiore Nazionale della Sanità. E questo dice che queste mascherine chirurgiche sono abbastanza e sono quello che loro dicono che servono per entrare nei reparti Covid, non in quello di medicina intensiva, ma nei reparti Covid. E questo è il standard nazionale previsto dallo Stato, e questo è una grado. E questo che è sicuro, che tutto quello che ci è pervenuto come mascherine, al di là delle mantelle settiche e non antisettiche, anche le maschere sono molto migliori di mascherine normali chirurgiche. Per questo è sicuro che abbiamo fatto bene a acquistarle, bene a usarle e non usare niente, perché il livello di sicurezza per i nostri collaboratori è mantenuto, e non solo mantenuto, è sopra di quello che prevede lo Stato. E questo è una cosa di principio che per noi è importantissima. E questo è da dire e a chiarire per i collaboratori, eccetera, ma anche per la cittadinanza, che forse delle volte è in dubbio di quello che è nato sui articoli di stampa. Con questo, perché è anche una cosa molto tecnica, passerei la parola al direttore generale, dottor Zerza. Prego, dottor Zerza. Oso dire che mai come in questo periodo l'agenda sanitaria, o anzi meglio, i nostri medici, i nostri infermieri, combattono giornalmente per salvare vite umane. Purtroppo lo stiamo notando tutti con i numeri che vediamo giornalmente, è un vero combattimento. Contro un killer silente, sì, mi permetto di chiamarlo silente perché, come avete anche visto, questo virus ancora poco conosciuto è veramente molto molto difficile da affrontare, perché la gente all'improvviso, i pazienti all'improvviso peggiorano e poi hanno veramente poche ore per essere ricoverati tempestivamente e ogni tanto anche, spesso anche per essere intubati tempestivamente, se no non hanno più una chance di sopravvivere. Perché dico questo? Perché di fronte a questo scenario chiaramente è essenziale che i nostri medici, i nostri infermieri siano tutelati, abbiano i dispositivi di protezione individuale giusti e soprattutto ce li abbiano subito a disposizione. E visto che proprio in questi ultimi giorni sono state mosse critiche anche pesanti contro l'azienda e anche contro la mia persona, è importante anche descrivere in che scenario ci troviamo. In questo scenario, 3 settimane fa, eravamo arrivati ad avere dispositivi di protezione individuale per pochi giorni. Medici, infermieri, direttori di comprensorio, tutti quanti mi chiamavano per dire: adesso siamo al limite, noi fra 2-3 giorni al massimo non avremo più i dispositivi necessari e non saremo più in grado di affrontare tutto questo fabbisogno assistenziale che c'è in questo momento e che ci viene addosso. Avete anche notizie tutti voi quanto è successo in regioni e le province limitrofe, dove sono morti decine di professionisti sanitari, sia di medici che di infermieri. Questo era uno scenario di guerra, lasciatemelo dire così perché è così. E di fronte a questo scenario noi abbiamo optato non per tante regole burocratiche, ma per agire velocemente, perché il tempo in questo caso non è solo denaro, ma è vita umana. Questa è la verità, la cruda e nuda realtà in questo momento. Di fronte a questo abbiamo fatto un acquisto in Cina, un acquisto ingente di 9,3 milioni di euro che abbiamo svolto in tarda serata di un venerdì sera, perché era l'unica vera aspettativa concreta di avere questo materiale a disposizione. Molte erano le promesse di fornitura, molte erano le richieste nostre che sono partiti e nulla arrivava. Ogni volta quando si pensava adesso arriva materiale, di nuovo c'era stata una disdetta. Di fronte a questo abbiamo agito. Abbiamo agito ovviamente
fidandoci sulla carta sia della qualità che della quantità che doveva arrivare, e questo era il materiale che abbiamo acquistato e abbiamo subito dopo distribuito perché la necessità era veramente tanta. Di fronte a questo ci è stato segnalato, dopo una settimana circa, che l'esercito austriaco aveva fatto delle prove, in particolare sulle maschere cosiddette nostre FFP2, queste qua sono un marchio cinese KN95, e su questo dispositivo avevano riscontrato delle manchevolezze per quanto riguarda l'aderenza. Adesso sappiamo tutti che la maschera può ovviamente dare il meglio di sé o può essere effettivamente protettiva solo se aderisce bene alla faccia e se ovviamente in questa forma di fitting, come si dice in maniera tecnica, garantisce un'effettiva protezione di fronte al virus. Su questo tema c'erano delle manchevolezze, c'erano dei problemi, c'erano dei rischi collegati a questa maschera. Questo l'abbiamo saputo domenica 29 marzo pomeriggio. Io questa notizia l'ho inoltrata subito ai direttori medici in forma confidenziale, perché anche a me era arrivato in forma confidenziale, e la sera stessa di questa domenica abbiamo fatto una riunione con il direttore sanitario, il direttore tecnico assistenziale, altri esperti, il responsabile del 112, e abbiamo optato e abbiamo analizzato cosa dobbiamo fare di fronte a questo problema, che ovviamente andava analizzato e andava valutato concretamente di fronte a questo problema come volevamo porci. Abbiamo deciso, dopo un'attenta lettura di quello che erano le problematiche, abbiamo deciso di fare immediatamente una circolare a tutti i nostri dipendenti dicendo che, attenzione, questa maschera, se portata correttamente, ha dimostrato nel test che ha una valenza assoluta di qualità, vale a dire che equivale addirittura a uno standard FFP3. Però questa maschera ha spesso dei problemi di aderenza, per cui fate attenzione quando la indossate, fate attenzione che aderisca bene, fate attenzione al fitting perfetto. Può sembrare una cosa ovviamente normale, anzi quasi la palesiana, però vero è che questo era il tema dove bisognava assolutamente attenzionare i nostri collaboratori, perché questo era il fattore a rischio. E abbiamo fatto anche una seconda cosa: visto che questa maschera qua equivale al nostro standard FFP2 e visto che noi abbiamo, e ritengo anche importante sottolineare, andando sopra lo standard che prescrive l'Istituto Superiore della Sanità e anche quello che prescrive l'OMS, abbiamo detto noi la maschera FFP2 la usiamo nei reparti Covid, proprio per garantire una maggiore sicurezza ai nostri collaboratori. E in questo senso abbiamo detto questa maschera cinese, che equivale anche per approvato documentazione e certificata documentazione, equivale al nostro standard FFP2, di usarla in questo frangente, di usarlo espressamente nelle stazioni Covid e non nelle zone ad alto rischio. Ora è chiaro che questa maschera qua, visto che normalmente per queste stazioni, per questi reparti, l'Istituto Superiore di Sanità prescrive una maschera semplicemente chirurgica, questa maschera è sicuramente di valenza superiore, e in questo senso siamo stati anche assolutamente garantistici per quanto riguarda la sicurezza dei nostri collaboratori. E questo era il nostro obiettivo e rimane il nostro obiettivo primario. Ora, visto che è stato detto che oltre al tema della responsabilità e dei tempi di reazione e anche della trasparenza, c'è anche un'indagine della magistratura. Questo è vero, infatti ieri si sono presentati da me anche il nucleo antisofisticazione dei carabinieri e ha sottoposto interrogatorio anche me personalmente, spiegandomi però su che cosa verte questa indagine. Questa è partita a livello nazionale dal Codacons e dal sindacato, da un sindacato medico, dove vogliono che si indaghi a larga scala nazionale se gli acquisti in questo periodo, dove chiaramente ci sono certe deroghe applicabili, se gli acquisti sono fatti, uno dal punto di vista qualitativo, in maniera adeguata, e anche dal punto di vista del prezzo, che non ci siano insomma delle truffe o altro. E questo è l'indagine che è partita anche a Bolzano, e questo era il motivo per cui i carabinieri si sono anche rivolti a noi come azienda sanitaria e a me in particolare come direttore generale.
Collegato a questo c'è un ulteriore tema che voglio anche spiegare per totale trasparenza. In questo periodo ovviamente tutti stanno cercando dappertutto di acquistare questi dispositivi di protezione individuale, visto che scarseggiano dappertutto, americani come europei come altri acquistano in primis ovviamente dalla Cina. Visto che non sarebbe possibile in tempi normali acquistare dispositivi di protezione senza una certificazione europea, l'Unione Europea ha fatto una deroga, ha deciso una deroga dicendo che in questo periodo di crisi vale anche la certificazione fatta nel posto d'origine, cioè dove viene prodotto il materiale. Questo non vale esattamente così per l'Italia, perché qui è stata aggiunta una regola specifica che dice che per poterlo utilizzare in Italia serve anche una dichiarazione resa ad INAIL, e INAIL entro 3 giorni dà il benestare o meno. Su questo fronte qua abbiamo noi il 26 marzo ovviamente fatta questa dichiarazione, questa autodichiarazione con i certificati annessi, e ci è dato stato la risposta l'altro ieri da parte di INAIL che loro non erano in grado di valutare esattamente la certificazione di queste maschere, perché la documentazione prodotta era in cinese e le schede tecniche dovevano essere in questo senso ovviamente rese disponibili anche in lingua italiana e da una certificazione chiara individuata in Cina. Questo l'abbiamo fatto ieri e abbiamo completato la documentazione, uno con una traduzione e due anche con le certificazioni della parte cinese, in modo da garantire ovviamente quello che è il fabbisogno di legge, quello che la normativa prevede, in modo che INAIL possa darci un parere positivo. Anche qui ci troviamo per l'ennesima volta, come nelle ultime 3 settimane spesso, tra, mi permetto di dire, l'incudine e il martello. Perché dico questo? Perché noi abbiamo due compiti fondamentali. Uno è chiaro e vale per tutti, quello di rispettare la legge, ma l'altro, a mio modo di vedere anche più importante, è quello di salvaguardare l'incolumità dei nostri pazienti, di salvaguardare l'incolumità dei nostri operatori, e questa è la garanzia che io mi sento dire anteporre a tutto. E questo significa, come in queste ultime 3 settimane, fare delle decisioni pragmatiche, perché in questo momento è più importante rispettare regole burocratiche è più importante salvaguardare la vita dei nostri operatori. Io non ho dubbi al riguardo e ho deciso, come in altre volte con i miei colleghi, che noi sicuramente in questo momento prediligiamo la sicurezza dei nostri operatori, che ovviamente in questo senso garantisce anche l'assistenza ai nostri pazienti. Queste sono decisioni pragmatiche, non sono facili, però a mio modo di vedere in questo momento assolutamente inderogabili. E questo è sicuramente un tema che si può discutere, qualcuno la può anche pensare diversamente, ma io ritengo che la responsabilità nostra, dell'azienda sanitaria, di noi soprattutto che dobbiamo guidare questa azienda sanitaria, in questo momento sia un'unica, e questa è quella di salvare il più possibile vite umane, di rendere in questo modo anche la sanità pubblica migliore di quanto lo è stato negli ultimi mesi, nel senso che cerchiamo insieme di uscire il più presto possibile da questa crisi, e questo non è solo un beneficio in termini di salute, ma un beneficio per l'economia, per tutti noi che oggi, come detto bene prima Presidente, quotidianamente viviamo tante ristrettezze e limitazioni che sicuramente in questo momento sono difficili da sopportare, ma se insieme ci comportiamo come abbiamo fatto le ultime settimane, sono assolutamente fiducioso che riusciremo ad uscire anche più velocemente del previsto inizialmente da questa crisi, e il nostro impegno è assolutamente in questo senso: salvare vite umane, cercare di salvare la nostra salute, e dateci una mano anche voi, così riusciremo. Grazie. Bene, grazie al direttore generale Florian Cerzo. Colgo l'occasione per ringraziare non solo lui, ma tutto lo staff e tutto il personale impiegato, che siano medici, infermieri, ovviamente anche coloro che curano le persone nelle case per gli anziani o che fanno l'assistenza domiciliare, anche quelli non vorrei includere, diciamo, in questo ringraziamento, per tutti coloro che adesso danno il massimo di loro stessi in questo momento difficile, assistendo le persone infettate che hanno bisogno di cura. Ci saranno tante domande, es wird viele Fragen geben, deshalb glaube ich, gehen wir gleich jetzt zu diesem Teil über.
Sì, ci sono delle domande anche sulle mascherine, ma vorrei partire con la ripartenza in Alto Adige. Ci sono quattro domande in questa direzione. La prima è: visto che il governo sembra aver accolto la richiesta delle regioni per un allentamento differenziato, dunque quali novità ci sono quindi per la fase 2 in provincia di Bolzano? Come sarà? Quali settori riapriranno e quando? Una seconda domanda anche in questa direzione: cosa è cambiato al rispetto di ieri, posto che le banche spiegano che il tasso zero sui mutui è solo per il primo anno e non per due? Also, zunächst einmal, ja, es ist, denke ich, als Erfolg zu betrachten, dass ganz klar jetzt auch vom Ministerpräsident Conte gesagt worden ist, es wird nicht darauf gewartet, bis alle in Italien in der gleichen Situation sind, damit man wieder mit der Arbeitstätigkeit, mit der wirtschaftlichen Tätigkeit, aber auch mit dem gesellschaftlichen Leben schrittweise beginnen kann, sondern dass man eben je nach epidemiologischen Stand der Dinge nach der Situation der jeweiligen Region die einzelnen Phasen einleiten kann. Das war bis vor einer Woche noch völlig anders dargelegt. Jetzt gab es dann gestern diese gemeinsame Initiative aller Präsidenten der Regionen und gestern am Abend dann auch die Entscheidung der Regierung, dass es so sein wird. Das schafft jetzt natürlich Erwartungshaltungen. Es geht jetzt darum, was ist nach Ostern? Viele hoffen, dass es nach Ostern dann unmittelbar jetzt zu einer großen Öffnung kommt. Und ich muss ja leider sagen, nein, so wird es nicht sein. Es wird nach Ostern eine Situation geben, wo einige Tätigkeiten zusätzlich zu den bereits jetzt geltenden zugelassen werden. Wir in Südtirol sind ja sowieso schon etwas weiter gegangen bisher als die Regionen, die anderen Regionen in Italien. Es wird jetzt einige weitere Öffnungen geben. Es ist davon auszugehen, dass es eine große Öffnung, nicht nur für die wirtschaftliche Tätigkeit, sondern auch für das gesellschaftliche Leben, auch für das wieder hinausgehen, ab dem 4. Mai geben wird und alles, was vorher stattfindet, schrittweise, einzelne kleinere Schritte sein werden. Also das ist das, was ich von heute aus hier sagen kann. Aber es ist eben so, es geht vor allem darum, wie gut auch die Situation sich in Südtirol entwickelt. Je besser unsere Daten sind, umso schneller und früher können wir diese Schritte der Öffnung jetzt auch setzen. Deshalb ist es weiterhin eine gemeinsame Anstrengung, das zu tun. Per quanto riguarda la ripartenza, sì, io direi che è un successo che adesso anche il governo ha deciso per una ripartenza, diciamo, sfasata a seconda della situazione epidemiologica in ciascuna regione, perché non era sempre così. Prima sembrava che fosse l'approccio fosse quello unitario, poi dopo la richiesta unanime ieri di tutti i presidenti della regione, alla fine il governo ha deciso in tal senso. Adesso si stanno elaborando i singoli scenari per queste varie fasi. Si inizierà con aggiuntive attività lavorative che saranno ammesse, saranno singoli negozi magari con ulteriori prescrizioni che potranno svolgere l'attività, poi in un terzo momento sicuramente saranno anche i ristoranti a riaprire e così via. Il tema è che bisogna innanzitutto garantire che i dati permettano questa riapertura e che i nostri dati permettano che siamo tra i primi a fare questi passi ulteriori. Qualcuno si aspetta già la grande riapertura e la grande, diciamo, alleggerimento immediatamente dopo Pasqua. Io devo dire che no, così non sarà, si faranno piccoli passi dopo Pasqua. Io credo che davvero la svolta ci sarà poi a partire, diciamo, dei primi di maggio. Nelle prossime 2-3 settimane si faranno piccoli passi e questi passi potranno essere maggiori, migliori, sempre a secondo i nostri dati. Se meglio sono i nostri dati, più passi in avanti potremo fare. Per quanto riguarda i tassi, sì, il primo anno è tasso zero, perché questo lo dà la banca. Il secondo non è tasso zero, anzi il tasso, diciamo, 1% per le famiglie e 1,25% per le aziende, però alla fine comunque tasso zero, perché sarà la provincia a colarsi gli interessi, cioè sarà la provincia a pagare questi interessi. E così, in fin dei conti, sono 2 anni tasso zero, poi hanno 3, 4 e 5, 1% fisso senza alcuna spesa e senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie, o 1,25% fisso per le aziende, anch'esse senza commissione, senza costi aggiuntivi, perché è la provincia che si accolla la spesa per gli interessi del secondo anno.
Zu den Zinsen, ja, es stimmt schon, die Bank spendiert nur das erste Jahr, um das salopp zu formulieren, aber das Land zahlt das zweite Jahr. Und somit ist es am Ende schon 2 Jahre ohne Zinsen, sei es für die Familienkredite, sei es für die Kredite für die Unternehmen, die bis zu 35.000 Euro Kredite. Also noch einmal, für die Familien 2 Jahre keine Zinsen und dann für das Jahr 3, 4, 5 1% Zinsen, keine weiteren Spesen und Gebühren. Und dasselbe ist es bei den Unternehmen, 2 Jahre keine Zinsen, weil das Land eben das zweite Jahr übernimmt. Und dann 1,25 Cent ohne weitere Spesen und Gebühren. Und das ist sicher ein hervorragendes Angebot, das dann jetzt in dieser Phase einmal Liquidität gibt. Es ist klar, wer in einer schwierigen Situation ist, braucht auch noch direkte Hilfe und auch diese wird kommen. Es hat eine Frage gegeben, die sich aus meiner Sicht erübrigt hat, nämlich nach einer frühzeitigen Lockerung der Maßnahmen in Südtirol im Gegensatz zum Rest Italiens für die Ausgangsbeschränkung vor dem 4. Mai. Ich glaube, das ist mit Ihrer Antwort von vorhin beantwortet. Eine andere Frage geht in die Richtung, dass Österreich wieder aufmacht und fragt, ob sich der Landeshauptmann über die Euregio dafür einsetzen wird, dass die Südtiroler wieder problemlos über den Brenner fahren dürfen, zum Beispiel zum Einkaufen nach Innsbruck. Ja, das ist natürlich eine wichtige Diskussion. Das betrifft die Südtirolerinnen und Südtiroler im Allgemeinen. Das betrifft aber dann auch die Tourismuswirtschaft. Es gibt ja zurzeit den Ansatz, dass Staaten für sich agieren. Österreich jetzt schrittweise eine Öffnung ankündigt, die auch eben dann auch in den nächsten Wochen schrittweise umgesetzt werden soll. Es ist nicht so, dass es ab morgen oder ab Dienstag in Österreich alles wieder erlaubt ist, sondern es ist da ebenfalls eine schrittweise Öffnung. Deutschland möglicherweise auch, aber dass wir riskieren, dass dann jedes Land für sich alleine aber die Reisebeschränkungen beibehält. Hier ist es sicher unser Bestreben, dass Österreich, Südtirol zumindest, wenn nicht die ganze Region, seine Überlegungen mit einbezieht. Dafür werden wir aber auf jeden Fall nachweisen müssen, dass wir in Bezug auf den epidemiologischen Standard, Sicherheitsstandard auch auf ein ähnliches Niveau erreichen. Also es liegt auch hier wieder ganz klar an uns, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, auch garantieren zu können, dass das kein erhöhtes Risiko bedeutet. Das ist insbesondere auch dann für die Monate im Sommer und im Herbst notwendig. Also es geht immer um dasselbe. Jetzt alle Voraussetzungen schaffen. Wir wollen, dass die Menschen wieder arbeiten können. Wir wollen, dass die Menschen auch schrittweise wieder nach draußen gehen können, dass das gesellschaftliche Leben auch wieder beginnt. Umso mehr müssen wir uns gegenseitig schützen und selbst schützen, damit wir nicht wieder schlechtere Zahlen und Daten haben, damit wir dann auch glaubwürdig sind in der weiteren Vorgangsweise. Ecco, questa è una domanda importante, perché se l'Austria adesso inizia anch'essa una ripartenza, è stato annunciato dal cancelliere Kurz che già a partire dalla settimana prossima si acconsenteranno determinate attività, anche loro faranno una ripartenza graduale, non è che in Austria adesso sin da subito si riapre tutto, ugualmente farà prima o poi anche la Germania, però sembrerebbe che l'approccio sia adesso che ciascun Stato faccia per se stesso e che poi comunque rimangono limitati gli spostamenti tra gli Stati. E questo sicuramente avrebbe effetto per noi in Alto Adige, per tutti gli Alto Tesini e le Alto Tesine, ma soprattutto anche per il nostro turismo. E perciò noi lavoreremo sicuramente per essere riconosciuti anche come un'area sicura dai paesi Austria e Germania per avere proprio l'effetto di poter avere una riapertura dei confini, diciamo in tal senso che ci sia anche una liberalizzazione della mobilità anche turistica. Cosa è necessario? È necessario poter comprovare che siamo sicuri e questo vuol dire avere i dati a posto e perciò di nuovo c'è l'appello a noi tutti di garantire questo. Faremo questi passi di riapertura, però a maggior ragione dovremo continuare in futuro a proteggerci e soprattutto a proteggere i nostri vicini per non avere una seconda ondata di contagio. Questo rovinerebbe tutto, tutti gli sforzi che abbiamo fatto vanificherebbe tutto, ma soprattutto anche una prospettiva dei prossimi mesi estivi e dell'autunno e perciò sarà proprio questa la strategia. Sì, riaprire man mano, perché vogliamo anche uscire di casa. Noi tutti vogliamo che la gente possa di nuovo uscire dalla casa, però facendolo con le misure di protezione necessarie. Altro tema, ci sono
tante domande sulle mascherine, alcune penso che sono già state risposte, ma comunque ci sono anche dei dettagli e chiedo solo di entrare nei dettagli richiesti e non di ripetere tutto quello che è già stato detto prima. Un giornalista chiede direttamente al dottor Zerzer se può essere più preciso sui dati dei pareri giunti da Austria e Germania sul materiale acquistato in Cina, cioè quali criticità erano segnalate e perché non avete respinto la fornitura come accaduto in Austria. E si riferisce anche alla presidente dell'Ordine dei Medici Oberauch che sostiene che vi sono criticità anche sul materiale e non solo su come possono essere indossate. È vero, perché avete comunque ritenuto i medici potessero essere protetti. Allora, sulla tempestività della nostra azione, noi abbiamo ricevuto il primo parere in via informale, che era quello austriaco, l'abbiamo ricevuto domenica pomeriggio, cioè domenica 29, deve essere stato 29 marzo, il primo pomeriggio. Come detto, l'ho subito inoltrato ai direttori medici degli ospedali e la sera stessa abbiamo fatto una conferenza telefonica per decidere su come affrontare questo tema, come rendere sicuro quello che effettivamente riscontrava delle manchevolezze a livello di fitting della maschera. Per cui il primo parere ci è stato mandato via mail domenica pomeriggio, domenica sera abbiamo analizzato, lunedì mattina abbiamo praticamente redatto questa circolare che martedì mattina è uscito con queste indicazioni che ho detto prima. Il secondo parere mi è arrivato questa domenica, cioè domenica scorsa, e mi è arrivato anche questa via WhatsApp, che quella tedesca, e l'esito diciamo di questo esame tedesco non è molto chiaro perché non c'è una conclusione che dice ok, questo è stato la verifica finale. Ci sono delle indicazioni che abbiamo ovviamente anche queste tenute conto, ma non c'è un resoconto finale che dice questo è il verdetto rispetto a queste maschere. Bitte auch auf Deutsch. Ok, also von dem zeitlichen Ablauf her ist Folgendes zu bestätigen oder Folgendes zu präzisieren. Ich habe am Sonntagnachmittag, am 29. März, habe ich das österreichische Gutachten via E-Mail übermittelt bekommen als vertrauliche Mitteilung. Am Sonntagnachmittag selbst habe ich es weitergeleitet an die ärztlichen Direktoren der 7 Krankenhäuser, an den ärztlichen Einsatzleiter und auch an Sanitätsdirektor, Pflegedirektor und Verwaltungsdirektor. Am selben Abend noch haben wir uns in einer Telefonkonferenz, nachdem wir alle dieses Dokument angeschaut und analysiert haben, haben wir uns gemeinsam eingefunden, um zu entscheiden, wie gehen wir mit diesem Gutachten um, was sind die Schlüsse, die wir daraus ziehen. Und die Schlüsse waren, wie gesagt, dass wir gesagt haben, nachdem es evidenterweise Probleme beim richtigen Sitzen, also beim Fitting, beim sogenannten Fitting der Maske an der Gesichtsform gibt, müssen wir sofort unsere Mitarbeiter darauf hinweisen, was wir am Montag ausgearbeitet haben und am Dienstag in der Früh verschickt haben. Das zweite Gutachten, das von der deutschen Behörde stammt, habe ich an diesem Sonntag erhalten. Es ist ein Gutachten, das etwas schwer lesbar ist, weil es nicht zu einer Gesamtbewertung kommt, nicht zu einem abschließenden Bericht kommt und einige Indikationen gibt, wo wir uns eigentlich mit den Maßnahmen, die wir gesetzt haben, bereits sicher gefühlt haben, dass wir all das berücksichtigt haben, was notwendig war. Alcune altre domande su questa questione, se avete chiesto solo la traduzione all'INAIL o se l'INAIL decisamente ha anche detto di no. Un'altra domanda è cosa rispondete a chi accusa che sono stati spesi male i soldi pubblici? Vielleicht vorhin schon beantwortet zum Teil, aber die Frage geht, la domanda va specificamente in questa direzione. E se avete pensato anche in un momento di ritirare queste mascherine cinesi? Allora, speso male i soldi sicuramente no, perché se vediamo il prezzo con cui stiamo acquistando questo materiale è assolutamente in linea col prezzo normale. Vero è che in questo momento stiamo ricevendo offerte per
tre volte tanto che quello che è il prezzo normale e anche quattro volte tanto. Queste sono le ultime offerte che ci stanno arrivando perché, come sappiamo tutti, al momento c'è una grandissima crisi a livello mondiale e tutti stanno cercando di prendere a qualsiasi prezzo questi dispositivi. Per cui sicuramente dal punto di vista economico non c'è stato nessun danno, anzi sicuramente in questo siamo stati veramente molto molto fortunati a poter acquistare a questo prezzo. Mi sono perso la prima parte, scusi. La prima parte, se avete pensato di ritirarle in un certo momento e se l'INAIL ha detto di no. No, allora l'INAIL non ha non fa una valutazione, una prova materiale, ma l'INAIL guarda quello che sono le schede tecniche, quelle che sono le certificazioni e sulla base di questa certificazione ci dà poi un parere se le certificazioni vanno bene o no. La prima risposta dell'INAIL è stato detto no, perché non erano in grado con quella documentazione tecnica che noi abbiamo fornito di darci una chiara indicazione, hanno detto di no e in questo senso chiaramente hanno detto anche di no alla distribuzione. Per quello parlavo prima di una decisione pragmatica nostra, di dire noi in assenza di materiale sicuramente optiamo per la sicurezza dei nostri collaboratori e abbiamo detto noi questo materiale lo usiamo e siamo anche convinti che siamo anche certi, perché abbiamo fatto anche altre verifiche, che queste certificazioni valgono. Abbiamo rifatto una seconda richiesta all'INAIL che è partita ieri e che sta per essere valutata, dove abbiamo fornito le certificazioni ulteriori cinesi e abbiamo anche tradotto il materiale che abbiamo messo a disposizione all'INAIL. Also von der ökonomischen Seite her kann ich wirklich alle beruhigen, wir haben zu einem sehr guten Preis einkaufen können. Wenn wir das jetzt vergleichen, so bekommen wir Angebote für diese Masken und für Schutzmaterial, das ein Vielfaches von dem normalen Preis ausmacht und das momentan auf dem Weltmarkt angeboten wird, weil es einen sehr, sehr großen Engpass gibt und weil jeder momentan versucht, solches Material zu erhalten. Wir haben es ja vorher gesehen, manche müssen sich mit Müllsäcken und Ähnlichem behelfen, weil es nichts mehr gibt auf dem Markt. Wir haben zu einem sehr, sehr guten Preis, fast einem Normalpreis eingekauft und deswegen sind wir auch hier sehr, sehr ruhig. Was das Thema des INAILs anbelangt, so macht das INAIL nicht eine Materialprüfung, ob dieses Material gut oder schlecht ist, sondern das INAIL macht eine Prüfung der Zertifizierungen, also eine Dokumentenprüfung. Und diese Dokumentenprüfung muss in Italien durchgeführt werden, um ein positives Gutachten zu erhalten und dieses Zertifikat sozusagen von Ihnen bestätigt zu bekommen. Wir haben jetzt in einem ersten Moment von INAIL kein positives Gutachten bekommen, weil die gelieferte Dokumentation unsererseits für Sie nicht überprüfbar war, weil auf Chinesisch und weil auch die chinesischen Zertifikate bei diesem Schutzmaterial nicht überall vorhanden war. Wir haben das jetzt integriert, haben das auch übersetzt, haben gestern einen neuen Antrag an INAIL gestellt und haben in der Zwischenzeit natürlich gesagt, wir müssen für die Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Ärzte und Pfleger auch in dieser Zeit garantieren und haben deswegen auch dafür optiert, dass das, was notwendig ist, jedenfalls weiterhin unseren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Landesrat möchte dazu. Noch zwei Sachen. Einmal zu präzisieren, dass der Test dieser Masken und dieses Materials nicht vom Sanitätsbetrieb in Auftrag gegeben worden ist, sondern dass das dann eben dem Sanitätsbetrieb über Umwege übermittelt worden ist. Und das Zweite, dass ich glaube, dass es nicht eine rein wirtschaftliche Frage ist oder nur rein wirtschaftliche Frage, sondern die Alternative ist, ob eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über dem Niveau, das der Staat vorschreibt, eben ausgestattet sind oder ob sie nicht ausgestattet sind. Und das ist die Alternative. Und das heißt, über die wirtschaftliche Frage hinaus ist es auch eine ethische und eine Betriebsüberlegung, dass ich glaube, es richtig ist, wenn man sehr wohl die Mitarbeiterinnen über dem Standard ausstattet, auch wenn die Passform oder anderes eben vielleicht verbessert eben angepasst werden muss. Quello che vorrei dire che come per precisare che il test di qualità del materiale e dispositivi di protezione non sono stati dati dall'ASL, ma sono dati dal Ministero o da altri enti austriache e dopo è stata mandata una mail all'ASL quando è stato finito il test. Questo è molto importante da sapere. Dall'altra parte che non è solo una questione economica se i dispositivi di protezione sono dal lato economico in ordine o no.
è anche una questione etica, in quel senso l'alternativa è di non fornire il personale sanitario, e questo era un fatto un giorno dopo, non fornirli, così mandarli sul territorio al fronte senza nessun dispositivo, anche nella medicina intensiva, che vorrebbe dire morti e altro, conseguenze molto molto più importanti che non fornirli con un stato di protezione che è superiore a quello previsto dallo Stato. E io penso che questa è la domanda principale. Ci sono ancora delle domande? Faccio la proposta di rispondere solo nella lingua nella quale è stato posta, perché siamo già alle 6 e vorrei accorciare. Una domanda è se sorprende l'esposto del CODACONS, cioè del coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei consumatori, già citato dal direttore Zerzo, che presume carenze di cure ai pazienti Covid anche a Bolzano. Se sorprende questo esposto? No, sorprende no, perché chiaramente il CODACONS, come sempre, vigila in tempi di crisi che non ci sia qualcuno che ci marcia sulla crisi, come si suol dire, cioè che qualcuno guadagna a sproposito in questo periodo. Questo è sicuramente una richiesta che è più che legittima, e in questo senso capisco che venga fatto, e capisco anche che vengono fatti i controlli su questo fronte. Danke für diese Antwort. Zwei Fragen gehen in die Richtung von gemeldeten Zahlen. Warum sind die gemeldeten Zahlen aus Bozen aktuell am Vormittag meist höher als jene am Nachmittag des italienischen Zivilschutzes? Und eine andere Frage zu den Zahlen ist, warum sie jetzt aktuell für die Altersheime nicht mehr separat gemeldet werden. Geht das auf die aktuellen Neuinfektionen oder großteils, der Satz ist nicht ganz vollständig, auf Zusammenhänge mit den Altersheimen zurück. Dankeschön. Ja, die Zahlen, welche auf staatlicher Ebene zitiert werden, passen nie in gleicher Zeit, denn es gibt ja wie eine Bilanzschließung, wir schließen zu einer Zeit und melden diese Zahlen, und die Zahlen werden in Rom verzögert wiedergegeben, somit passen sie nicht genau zusammen. Wir sind am Arbeiten, dass man auch diese zeitlichen Verzögerungen verbessert. Somit stimmen sie immer wieder weitergezogen. In den Altersheimen war es der Wunsch der Öffentlichkeit, vor allem der Medien, dass man nicht einmal die Toten, Verstorbenen im Krankenhaus auf einer Liste bringt und eben die anderen Verstorbenen in den Altenheimen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Organisationen. Diese sind zusammengeführt worden und werden jetzt eben in einer Liste, wie gewünscht, präsentiert. Und somit ist das eben dem Wunsch nachgekommen. Sollte der breite Wunsch sein, es wieder anders zu machen, dann werden wir auch diesem Wunsch nachkommen. I dati che sono pubblicati a Roma sono un pochettino sfasati, in quel senso che noi chiudiamo un certo ora, normalmente di sera, e ci pervengono di mattina del giorno dopo nel team task force della sanità, e dopo praticamente sono sfasati, in quel senso non sono sempre identici, ma in fondo sono molto molto simili. Anche su questo si lavora per ravvicinare il distacco del tempo. Dall'altra parte ci è stato chiesto di fornire un dato unico di morti e decessi sia nelle case degli anziani che dall'altra parte quelli decessi negli ospedali, e questi sono stati messi assieme e praticamente presentati in questo senso. Se fosse che adesso i media vorrebbero liste diverse, verremo anche incontro a questa richiesta e la faremo. Una domanda è a che punto sono i test sierologici, se pensate di partire con uno screening più ampio anche su chi non ha sintomi per avere un quadro più chiaro della situazione. Su questo è stato pianificato naturalmente qualcosa, abbiamo detto il primo test non ci è stato fornito perché era stato bloccato alla partenza in Cina, adesso è stato
portato in Alto Adige e hanno già la pianificazione del dottor Zerza col suo staff di veramente, come già detto, i test rapidi, soprattutto tutto quello che riguarda il personale sanitario, dopo naturalmente il personale, tutte le infermiere nei reparti degli anziani, automaticamente anche i medici di base, eccetera. E ci è stato anche chiesto oggi la frequenza dei test rapidi e dei test in generale. Qua devo dire che mi dispiace, ma è così, la cittadinanza penso che non lo sappia ancora, anche se l'abbiamo detto varie volte, in confronto all'Italia siamo all'avanguardia, ma di tanto. Ogni 34 persone in Alto Adige viene fornito un test. Per esempio in Piemonte non viene neanche fornito un test ogni 250 persone e loro hanno testato per un periodo più lungo del nostro. Per esempio la regione che testa di fare più tamponi delle altre realtà d'Italia è il Veneto, che anche loro sono dietro di noi, più o meno su 28 test, più o meno 40 persone ogni test. E questo vuol dire che sono un pochettino dietro di noi, ma un periodo molto più lungo del nostro. Per questo vuol dire che testiamo, facciamo più tamponi di tutte le realtà dintorni. E fornisco un altro dato che anche già detto varie volte, la Germania alla fine di aprile vorrebbe essere dove noi siamo oggi. E anche loro praticamente sono più o meno partiti con noi. Per quello siamo veramente alti e con questi test rapidi aumentiamo ancora specifico questo, i test su questo. Auf die Zahlen bezogen, ob die Tests, ob wir serologische Tests machen oder nicht, da ist eine eigene Arbeitsgruppe in der Sanität im Gesundheitsbetrieb eingerichtet worden unter Dr. Zerzer, der eben sehr wohl eben die serologischen Tests, die Validität und vieles mehr prüfen möchte, diese Tests eben ganz speziell einsetzen möchte, vor allem im medizinischen Personal im Gesundheitsbetrieb, aber genauso natürlich auch bei den Pflegerinnen und Pflegern in den Altenheimen, bei den Basisärzten und dort, wo es notwendig ist. Weiters werden später Feldversuche und vieles mehr gemacht, das ist geplant. Jetzt wollen wir sie ganz gezielt einsetzen zu der Zahl der Tests, weil es ist immer wieder die Frage, warum testen wir so wenig? Und das ist offensichtlich ein bisschen die Meinung unter den Bürgerinnen und Bürgern. Und hier kann ich nur nochmal sagen, wir sind in Italien mit Abstand diejenigen, die am meisten testen, etwa 33 Personen ein Test. In Piemont sind es etwa 250 Personen ein Test. Im Veneto ist es ungefähr wie bei uns etwas weniger, aber man muss bedenken, dass wir etwa nur die Hälfte der Zeit getestet haben wie das Veneto, somit fast doppelt so oft testen wie das Veneto. Und das ist in den Statistiken auch national belegbar. Aber vor allem ein Datum, das auch vielleicht die Bürgerinnen und Bürger interessieren könnte, dass Deutschland möchte am Ende April dort mit den Tests sein, von der Häufigkeit pro Bevölkerung, wo wir jetzt heute schon sind. Das heißt, dass wir sehr, sehr viel testen und somit in diesem Bereich, glaube ich, relativ gut unterwegs sind. Eine Frage hat sich damit, glaube ich, erübrigt. Ein Journalist hat gefragt, warum in Südtirol so wenig Tests gemacht werden im Vergleich zu Italien. Also ich glaube, das hat sich damit erledigt. Damit komme ich noch zu einer Frage, die ein sehr kleines, also sehr ins Detail geht, ob es noch erlaubt ist, zu zweit im Auto zu sitzen, beispielsweise wenn zwei Partner aus demselben Haushalt zum Einkaufen fahren. Ich glaube, die Frage kann man noch mal dem Landeshauptmann stellen, oder? Ja, in diesem Fall ja, aber auch eben nur in diesem Fall, weil es geht immer darum, dass man nicht andere Personen trifft, mit denen man eben nicht in derselben Wohnung wohnt. Also in diesem Fall die gemeinsam Zusammenlebenden, die dürfen natürlich auch gemeinsam im Auto sein. Damit kommen wir zum Schluss. Wir haben keine weiteren Fragen. Und nachdem wir jetzt, ich kündige mal an, dass wir 4 Tage Pause machen, wir sind am Dienstag nach Ostern um 16.30 Uhr wieder hier. Chiudiamo con ciò, annuncio subito che nei 4 giorni successivi non ci saremo. Ci saremo di nuovo martedì dopo Pasqua, sempre alle 16.30 Uhr con informazioni. Vielleicht tut eine Pause auch mal recht gut. Ich danke den Diskussionsteilnehmern am Podium hier. Von hier aus gesehen Landesrat, Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann, Landeshauptmann Arno Kompatscher und Florian Zerzer. Aber ich glaube, zu Ostern ist es doch gut, dem Landeshauptmann noch einmal ein paar Worte zu geben, und deswegen schließt er die Runde ab und nicht ich. Sì, innanzitutto per dire che ovviamente non staremo fermi come
amministrazione, perché sappiamo che chi lavora in sanità, chi lavora per assistere le persone bisognose di cura non si ferma mai, 24 ore su 24 il personale lavora, e anche in questi giorni di festa adesso, e perciò da noi a tutti loro il nostro ringraziamento e il pieno sostegno. Ovviamente adesso ci aspettano le festività, che sono particolari quest'anno, sicuramente come mai le abbiamo vissuti noi tutti. Io spero che comunque che possano essere dei giorni felici, diciamo, anche assieme ai propri familiari, nonostante tutto. Sappiamo che noi tutti siamo preoccupati, che quello che stiamo subendo ovviamente è una situazione davvero difficile per le famiglie, per le aziende, per noi tutti, ma sappiamo anche che dopo ne usciremo, e io sono convinto, e ripeto, e l'avevo detto qualche settimana fa e ne sono convinto ancora di più oggi, ne usciremo rafforzati. È una dura prova che oggi l'Alto Adige noi tutti dobbiamo affrontare, però ne usciremo rafforzati come comunità, ce la faremo. Oggi abbiamo i primi segnali positivi, sappiamo che siamo sulla giusta strada, sappiamo che dopo Pasqua, passo dopo passo, torneremo a una vita che è più simile a quella che eravamo abituati a vivere prima, passo dopo passo torneremo a avere la vita, la nostra, a riacquistare la nostra vita normale, e con questo spirito dobbiamo affrontare questi giorni difficili, e auguro, ripeto, nonostante tutto, una buona Pasqua a voi tutti. Ja, diese Mitteilung, dass wir jetzt für ein paar Tage hier keine Pressekonferenz machen, heißt nicht, dass nicht gearbeitet wird. Natürlich auch, das gilt für uns, aber im Besonderen gilt das für diejenigen, die die Menschen pflegen, die das brauchen. Das sind nicht nur die Covid-Patienten, das sind auch viele andere, für die Menschen, die jetzt auch in diesen Feiertagen arbeiten. Ich denke aber jetzt gerade ganz besonders an eben all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade in dieser besonderen Situation im Einsatz sind. Ihnen gilt unser Dank, Ihnen gilt unsere Unterstützung. Unsere Unterstützung, die weiterhin die sein wird, dass wir bestmöglich versuchen, diszipliniert zu sein, die Regeln einzuhalten, durchzuhalten. Und es ist ein besonderes Osterfest, das uns erwartet. Ein anderes, eines, wie wir es noch nie erlebt haben, mit diesen Regeln. Das ist schwierig für uns alle. Trotzdem glaube ich, es kann ein Osterfest sein, wo wir im Kreis unserer Familie das auch als besonders wertvolles Osterfest erleben können, im Wissen, dass es nach Ostern einen Schritt zurückgeben wird und schrittweise wir zurückfinden werden in unser gewohntes Leben. Es wird nicht sofort gehen, es wird noch dauern. Gemeinsam schaffen wir das aber auch, diese Herausforderung zu bewältigen. Und ich bin nach wie vor überzeugt, wir werden gestärkt hervorgehen als Gemeinschaft, Schritt für Schritt zurück in die Normalität. Jetzt gilt es noch durchzuhalten, gemeinsam diszipliniert zu sein. Und ich wünsche Ihnen allen, trotz allem, ein schönes Osterfest.